Wir setzen fort mit dem nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 33. Hier liegen einmal ein Änderungsantrag von Bündnis 90 die Grünen vor. Der könnte zunächst eingebracht werden. Und da jetzt hier mehrere Wortmeldungen sind, wird man in die Fraktionsrunde einsteigen. FDP würde beginnen. In der Debatte ein. Gut, dann setzen wir direkt ein mit der Fraktionsrunde. FDP wird das Wort gewünscht. Ein. Freie Wähler das Wort gewünscht. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Mehrkosten beim Verwaltungszentrum. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Mehrkosten diesbezüglich debattieren müssen. Leider. Wir haben von Anfang an davor gewarnt, und sie kommen im regelmäßigen Abstand. Dass ein Gebäude dieser Größenordnung ohne die Möglichkeit zur Zubereitung von Speisen auskommt, wer das glaubt, der hält Märchen auch für Tatsachenberichte. Und, meine Damen und Herren, da kommt noch mehr in Zukunft. Jeder vernünftige Bauherr plant und kalkuliert in seinem Bereich zum Beispiel Außenanlagen mit ein, die Verwaltung nicht. Jeder vernünftige Bauherr plant mit einer Zufahrt, plant mit einer Sitzecke, die Verwaltung macht das nicht. Jeden Pflasterstein, jede Bank, jeden Brunnen werden wir noch vorgelegt bekommen. Und all das wird die Kosten des Verwaltungspalastes erhöhen, Stück für Stück. Und bitte, meine Damen und Herren, sagen Sie, wenn Sie jetzt sprechen, das gilt vor allen Dingen für diejenigen, die zugestimmt haben diesem Gebäude, sagen Sie bitte nicht, Sie haben das nicht gewusst. Es war vielleicht versteckt in den Gesprächen zum Verwaltungszentrum, aber es war für alle erkennbar, dass es noch Nachforderungen und dass es noch zu Kostenerhöhungen kommen wird. Unsere Aufgabe als Freie, als auch gedanklich Freie, die nicht mit Scheuklappen arbeiten, ist es, maximale Transparenz einzufordern und immer diejenigen zu benennen, die für die Kosten und für dieses Gebäude verantwortlich sind. Das betrifft die Verwaltung und das betrifft diejenigen, die im Stadtrat für diesen Verwaltungspalast gestimmt haben. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein, sieht nicht so aus. Dann Grüne, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Nitsche, klar, wollten wir dieses Verwaltungszentrum, wo ist er denn da? Aber wieso nehmen Sie für sich in Anspruch, dass Sie frei entschieden haben und die anderen nicht? Es gab hier eine Abstimmung im Stadtrat, ganz frei. Natürlich, Sie hätten Ja und Nein und Sie haben Nein gestimmt. Was ist unfrei gewesen daran? Es gab eine Mehrheit in diesem Stadtrat, das heißt, es ist eine demokratische Entscheidung. So funktioniert Demokratie. Insofern sehe ich keine Scheuklappen, sondern ich sehe bei Ihnen Tunnelblick, weil Sie nämlich nicht anerkennen, dass wir das hier in diesem Rat gemeinsam entschieden haben. Und Sie haben dagegen gestimmt, das sagen Sie auch von Anfang an. Und wir haben aus sehr guten Gründen dafür gestimmt. Ich will diese ganze Debatte jetzt ganz ehrlich nicht noch mal wiederholen. Ich will aber in der Öffentlichkeit noch mal sagen, dass es ausdrücklich misslich ist, dass dieses Projekt jetzt hier weiter zerredet werden kann. Ich will auch ausdrücklich sagen, dass die Verwaltung an sich nicht zu kritisieren ist. Es ist auch nicht die KID zu kritisieren, sondern wir machen das bitte ganz konkret dort fest, wo es hingehört. Und da gab es einen Geschäftsbereich, der eine Vorlage vorgelegt hat. Da ging es einmal um die Küche und dann ging es um die Farbe. Und ich will noch mal klar sagen, da habe ich ein bisschen gestaunt. Bei der Küche, das verstehe ich, das ist eine Nachforderung, die kommt dort. Ich hatte gestern zufälligerweise die Freude, mir die Baustelle mal anzuschauen, weil die uns dort vorgeführt haben, wie sie mit BIM arbeiten. Und dort haben wir mit den Bauherren gesprochen, die dort vor Ort waren, auch der Baustellenleitung. Die sagen ganz klar, dieser Raum ist vorgesehen und diese Küche nicht einzubauen bedeutet, da bleibt dann einfach in diesem Verwaltungszentrum ein Loch. Da kann man natürlich sagen, warum hat die Verwaltung das nicht gleich eingestellt? Ja, die Frage kann man stellen. Wir haben jetzt abgewogen und sagen,
bei der Menge an Leuten, die dort arbeiten werden, ungefähr 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist es Unsinn, diese Kirche jetzt dort nicht einzubauen. Insofern werden wir dem zustimmen. Nun zur Farbe. Ja, das ist wirklich ärgerlich, das hier zu diskutieren, muss ich sagen. Das ist auch in der Öffentlichkeit vielleicht schwer zu verstehen. Einige von uns waren ja damals in der Jury mit dabei, Mario Schmidt zum Beispiel. Wir haben dort uns auch wieder demokratisch für dieses Projekt entschieden. Und wir haben damals dort gesagt, in der Frage der Krone, des Aufsatzes, die in einigen Zeitungen schon als Schokotorte bezeichnet wurde, müssen wir nochmal nacharbeiten. Es war in der Jury die klare Bitte, dass es nochmal eine Bemusterung gibt bei Tageslicht, wo man das einschätzen kann, weil dieses Gebäude ist dreigeteilt, Sie wissen das, oben, Mitte, unten, oben diese große Krone und die hat natürlich eine erhebliche Wirkung, auch ästhetisch. Und ich sage mal, es gibt immer wieder Kritik an Bauwerken, es wird natürlich auch dieses wieder kritisiert werden, aber wir sollten uns zumindest bei dieser Bausumme auch die Mühe machen, da genau hinzuschauen. Und dann gab es eben diese Bemusterung. Dort waren Leute vom Personalrat da, da war das Stadtplanungsamt da, da waren zum Teil auch Stadträte da. Und dort wurde dieser Farbton bemustert. Und da gab es eine sehr klare Entscheidung, ich glaube von 15 Stimmungen für diese Farbe, die wir dann eigentlich dort gesehen hätten. Und die eigentlich vorgeschlagene von der Verwaltung erhielt nur 3 Stimmen. So, und dann bekamen wir im Ausschuss diese Vorlage, wo dann drin stand, dass also diese Bemusterungsfarbe jetzt die ist, die mehr Kosten verursacht. Ja, die kostet mehr. Aber ich sage mal, das war halt die Farbe, die dann ausgewählt wurde. So ist das. Sie wurde mit Mehrkosten deklariert in Höhe von 54.000 und es wurde reingeschrieben, dass man einfach wieder die andere nimmt. Dann gab es noch das Kuriosum, dass der Bauausschuss darüber entscheiden sollte. Da wurde das sozusagen im Halbdunkel herumgereicht und auch das war ja nicht adäquat der Situation, die man im Außenbereich erleben konnte. Und diese Entscheidung war eben ganz bewusst. Wir haben jetzt natürlich, da wir damit sehr sorgsam umgehen wollen, uns informiert nochmal bei der KID. Die Aussagen dort sind, es wird keinen Bauverzug geben. Es wird Veränderungen geben bei den Ausschreibungen, aber es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bauverzug. Es wird Kosten geben in der Schätzung von 50 bis 100.000. Da liegen wir sozusagen an dem, was die Verwaltung dort sagt, bis 100.000. Wir haben uns das nicht leicht gemacht und schlagen Ihnen deswegen vor, im Punkt 2 das so zu ändern. Wir nehmen die Farbe wieder so, wie es in der Bemusterung festgelegt wurde. Wir deckeln aber die Kosten bei 100.000. Bis dahin muss die Verwaltung das hinkriegen. Wenn sie das nicht hinkriegt, dann bleibt es bei der Farbgebung, die jetzt die Verwaltung in diese Vorlage reingeschrieben hat. Wir glauben, das ist ein verantwortungsvoller Umgang damit. Ansonsten schlagen wir noch einen Punkt 4 vor. Wir würden gerne, das war auch kritisiert worden, auf dem Dach und wir wollen auf städtischen, auf kommunalen Gebäuden Solar-PV-Anlagen, dass dort eine Solaranlage gebaut wird. Es gibt da Gespräche und wir wollen das gern verstärken als politischen Auftrag, dass die Sachsenenergie diese Anlage dort oben baut und dann auch betreibt. Ansonsten bitte punktweise Abstimmung und ich würde den Baubürgermeister noch mal ganz kurz bitten, dass er was sagt zum Thema der stattgefundenen Bemusterung. Vielen Dank. So, dann als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Lazinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Herr Löser, ob wir dort jemals ein Dach sehen werden, wo eine PV-Anlage draufgebaut werden kann, wer weiß, wir werden sehen. Ich bin da mittlerweile recht skeptisch. Ich hatte ja in der letzten Woche dann nochmal versucht, auch mit Kollegen anderer Fraktionen noch mal eine Wette zu machen, dass es sich hier nicht um den letzten Mehrkostenantrag zum Verwaltungszentrum handelt. Ich habe niemanden gefunden, der bereit war, mit mir zu wetten. Hätte ich vielleicht letztes Jahr machen sollen, da sah es noch anders aus. Mittlerweile denke ich, jeder weiß hier im Raum, dass das nicht der letzte Mehrkostenantrag sein wird. Die einen sagen es halt, die anderen wollen es lieber verschweigen. Wir hatten von Anfang an davor gewarnt, dass hier ein Millionengrab entsteht und wir sehen mit dieser Vorlage, dass die Realität uns erneut recht gibt. Mit dieser Großküche ist jetzt die vorläufige Krönung im Moment erreicht. Jeder wusste, dass die Großküche, das wurde ja schon gesagt, dass da ein Loch entstehen würde, wenn die Großküche nicht kommen würde. Die Großküche war von Anfang an eingeplant, wurden dann nur deswegen rausgenommen, um die Kosten zu deckeln, die Kosten so zu deckeln, dass im Prinzip die Kosten, die dann entstehen, der Öffentlichkeit auch verkauft werden können. Es bestand nie die Absicht, wirklich das Ganze als Option zu betrachten. Es war von vornherein mit eingeplant und jetzt wurde halt diese Option gezogen und natürlich entstehen damit auch Mehrkosten. Und da stelle ich mir schon die Frage auch an diejenigen Fraktionen, die das auch weiterhin unterstützen, wie lange sie sich eigentlich noch von der Verwaltung hinters Licht führen lassen wollen. Denn
wie gesagt, aktuell ist es ein Fass ohne Boden und das Ende ist noch lange nicht erreicht. Und mit dieser Vorlage am Ende ist ja auch die Art und Weise, wie sie eingebracht wurde, auch höchst interessant. Sie wurde als Eilvorlage eingebracht und es sollte innerhalb kürzester Zeit beschlossen werden. Es gab nicht mal eine erste Lesung, also ursprünglich nicht als erste Lesung geplant, mit der Begründung, dass dort eine Terminkette dahinter stehen würde, dass eine Entscheidung aus vertraglichen Gründen schnellstmöglich gefunden werden soll. Das Spannende ist, den Vertrag gibt es schon seit mehreren Jahren und trotzdem kommt man jetzt erst im Sommer auf die Idee, dass ja dann irgendwelche Termine sind und um die Terminketten nicht zu reißen, muss man jetzt eine Eilvorlage machen. Also offensichtlich kann man sich eigentlich von der Verwaltung nicht verarschen lassen, deswegen lehnen wir das Ganze hier auch ab. Zur Farbgebung vielleicht auch nochmal. Letztendlich wollen wir uns, ich kann es nachvollziehen, dass im Prinzip eine andere Farbe besser aussieht, zweifellos. Letztendlich werden wir uns bei dem Thema allerdings enthalten, weil wir uns in keinster Weise mit diesem Bau gemein machen wollen. Vielen Dank. Nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir sollen heute darüber entscheiden, eine Großküche für das Verwaltungszentrum zu beauftragen. Als Mitglied der Jury war ich über die Vorlage mehr als überrascht, denn wir hatten ein Paket beschlossen. Niemand hat uns in der Jury gesagt, dass aus diesem Paket Teilleistungen herausgelöst wurden oder werden, um Preisobergrenzen einhalten zu können. Die Verwaltung hat in diesem Bereich eindeutig intransparent gehandelt. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, wir stehen als CDU-Fraktion nach wie vor hinter der Entscheidung für das Verwaltungszentrum. Aber so wie es gelaufen ist und so wie es mit dieser aktuellen Vorlage läuft, das können wir so nie ganz stehen lassen und nie ganz mitmachen. Ich kenne mich mit derartigen Küchen und den Preisen nicht aus, gebe ich ganz offen zu. Es mag sein, dass eine Küche in dieser Form und dieser Größe wirklich um die 1 Million Euro kostet. Aber ob wir diese jetzt, da sie nun noch nicht im Paket enthalten war, jetzt separat beauftragen müssen, daran habe ich tatsächlich meine Zweifel. Die Betreiber der Küche bzw. der Kantine im Verwaltungszentrum werden ausgeschrieben werden müssen. Ob sich im Zuge der Ausschreibung dann ein Betreiber findet, ist derzeit völlig offen. Zur Fertigstellung des Objektes dauert es ja noch eine ganze Zeit. Und ich möchte auch mal an die Schwierigkeiten erinnern, die es beim Befinden eines Betreibers für den Ratskeller gab. Insofern werden wir das Thema Küche auf keinen Fall mitmachen. Wir werden da entsprechend dagegen stimmen bei dem Teil. Der zweite Punkt dieser Vorlage ist die Vorlage zur Farbentscheidung, ist gerade schon angesprochen worden, für die sogenannte Krone und die sonstigen Metallelemente in der Fassade. Die Jury hat einen klaren Wunsch geäußert, Kollege Löse hat es gerade schon angesprochen, der jetzt auch grundsätzlich umgesetzt wurde, nämlich, dass wir einen helleren Farbton haben möchten. Dann gab es diesen Vororttermin laut Vorlage irgendwann im Frühjahr. Kollege Löser hat gesagt, es wären auch Stadträte dabei gewesen. Ich habe nie eine Einladung bekommen dafür. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwie in den Präsentationen dargestellt war, dass Stadträte dabei waren. Soweit ich das mich erinnere, waren es nur Nutzer aus Verwaltungskreisen, die bei diesem Termin dabei waren. Also wir als Jurymitglieder, als Stadträte, waren nie eingeladen und wurden auch über diesen Termin nicht informiert. Wir haben dann im Juni, 3 Monate später, die Vorlage bekommen. Kollege Lazinski hat es gerade erwähnt, eine Eilvorlage, wo ich mich frage, warum die dann 3 Monate braucht, wenn es im März diesen Bemusterungstermin gab. Wir kriegen sie im Juni eingereicht als eilige Vorlage, sollen bis spätestens Mitte Juli eine Entscheidung treffen. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und noch dazu kommt, die Sitzungen waren, zumindest der zweite Teil, ja in Teilen dann auch öffentlich, dass die Verwaltung auch versucht hat, mit Falschaussagen uns irgendwie hier, die man später korrigiert hat, uns eine Zustimmung abzunötigen, weil man ursprünglich behauptet hätte, man hätte die Jury informiert. Nachdem dann die Unterlagen ausgereicht wurden, hat man zugegeben, ja, die Entscheidung, dass die Küche herausgelöst wird aus dem Paket, wurde dann eine ganze Zeit später erst nach der Jury-Sitzung getroffen. Das heißt, also, es war eine ganz offensichtliche Lüge im Ausschuss und man hat versucht, uns dahin das Licht zu führen. Zum Thema Farbvarianten nochmal. Wir haben im Ausschuss, Kollege Löser hat es gerade gesagt, im Festsaal drüben die Muster dann mal bekommen, haben uns das bei Kunstlicht, jeder, der heute hier im Raum ist, sieht auch, wie dieses Licht in diesen Räumlichkeiten ist, in diesem Raum uns das anschauen dürfen. Hätten es gerne im Freien bei Sonnenschein auch mal gesehen oder festgestellt, wie es wirkt oder bei dunklen Wolken. Das wissen wir jetzt natürlich nie. Aber die Entscheidung war relativ klar, wir wollen einen helleren Farbton und deswegen
würde ich grundsätzlich diese hellere Variante auch mitmachen wollen. Wir haben uns in der Fraktion da auch in diese Richtung schon grundsätzlich verständigt. Jetzt gibt es noch mal ein anderes Preislimit. Ich habe heute auch selbst noch mal mit Herrn Walter von der KID telefoniert, habe mir das auch noch mal bestätigen lassen, dass diese Größenordnung von 100.000 Euro das ist, was wir jetzt deckeln müssten. Dazu brauchen wir fraktionsintern aber noch mal eine kurze Abstimmung. Und deswegen, Herr Oberbürgermeister, bitte ich noch mal eine kurze Auszeit, bevor wir dann abstimmen. Und damit würde ich an dieser Stelle schließen. Danke. Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Fraktion Die Linke hat diesem Verwaltungszentrum auch immer sehr skeptisch gegenüberstanden, hat die diesbezüglichen Vorlagen abgelehnt. Der wettbewerbliche Dialog ist für eine herkömmliche Baumaßnahme nicht gedacht. Er gilt für besonders innovative Maßnahmen, wo das Leistungssoll nicht bestimmbar ist. Wir machen hier im Prinzip eine vollkommen normale Verwaltungsbau, einen vollkommen normalen Verwaltungsbau und bringen damit im Prinzip ein intransparentes Verfahren auf den Weg, und deswegen stehen wir hier. Es ist uns versichert worden vom Baubürgermeister, vom Oberbürgermeister, wir bauen zum Festpreis. Dann frage ich, warum stehen wir eigentlich hier? Warum reden wir jetzt drüber? Es gibt in der Tat die Tendenz, gerade auch im Bausschuss, den Stadträtinnen und Stadträten die Informationen zu geben, die sie brauchen, um einen Beschluss im Sinne der Verwaltung zu fassen. Und jetzt, meine Vorredner sind ja auch schon reingefallen. Sie haben gesagt, ja, die Großküche ist rausgenommen worden, um das Budget einhalten zu können, weil die Anbieter nicht in der Lage gewesen wären, das Budget insgesamt einzuhalten, hätte man die Küche rausgelöst und als Option dann später wieder reingenommen. Und wenn ich jetzt aber mal in die Vorlage reinschaue, in die Begründung, das möchte ich mal ganz kurz vortragen, da steht als Begründung für die Herauslösung der Küche etwas ganz anderes drin. Da steht nämlich drin, die Lieferung und Montage der Großküchenausstattung gemäß Punkt sowieso der Verdingungsunterlagen des Vergabeverfahrens wurde aufgrund noch offener Festlegung zum Betrieb aus dem Leistungssoll des Pauschalpreises herausgenommen und als nachträglich zu beauftragende pauschale Festpreisoption in Höhe von knapp 1 Million Euro preislich bis zum 31. Dezember 2022 gesichert. Das klingt ganz anders, als wenn ein Budget einzuhalten gewesen wäre. Das klingt so, als wenn man über den Betrieb der Küche noch nicht im Reinen gewesen wäre und noch gar nicht gewusst hätte, wie groß, wie viele Leute, welche Abläufe. Also hier steht etwas ganz anderes in der Vorlage der Verwaltung drin. Das ist eben der Punkt, dass die Verwaltung eigenmächtig handelt. Sie schafft Sachzwänge, denen wir dann eigentlich nur noch folgen können. Und jetzt ist 1 Million im Prinzip aus dem Budget raus und dann ist man sich schon einig, man nimmt es wieder rein. Eigentlich dürften wir es gar nicht beschließen, weil in dem ganzen Wortgefecht, in den ganzen Diskussionen wissen wir gar nicht, was kriegen wir denn eigentlich von der Küche? Wir kriegen eine Großküche. Wie groß? Für wie viele Leute? Wie viele Portionen kann man dort herstellen? Welche Verfahren sind dort möglich? Welches Gerät kriegen wir? Ist das ein Kessel? Ist das eine Kippbratpfanne? Ist das viel mehr? Wissen wir nicht, steht nirgends drin. Pauschal irgendwo erwähnt, eine Großküche, knapp 1 Million, bitte Beschluss. Das ist kein Umgang und wie gesagt, ist ja dieses Verwaltungszentrum auch kein großer Wurf. Es setzt keine innovativen Maßstäbe, es ist nicht klimaneutral, es ist nicht CO2-neutral. Es ist kein Plus-Energiehaus, wie das in Freiburg gebaut worden ist, schon vor Jahren. Also es ist sehr mittelmäßig und damit auch im Prinzip sehr herkömmlich. Wäre es nach der Fraktion Die Linke gegangen, hätten wir schon vor 10 Jahren am Atrium bei Robotron die Gebäude uns sanieren lassen, hätten das für einen bis heute verträglichen Mietpreis bekommen, wären alle Sorgen erledigt und würden schon wohnen. Noch kurz zur Farbe. Kann man sich auch sehr gut vorstellen. Der Stadtrat hat mehrheitlich ohne die Fraktion Die Linke diesen Beschluss gefasst, eben die Verwaltung im Prinzip einen Blankoscheck auszustellen mit diesem wettbewerblichen Dialog, das in eine private Gesellschaftsform, nämlich die KID, GmbH und Co. KG, auszulagern, eine städtische Tochter, und dort im Prinzip machen zu lassen. Und das ist interessant, dann kommt sozusagen da eine illustre Runde aus Verwaltung, KID, Planern und Bauausführenden zusammen an der Baugrube, und sie suchen sich also einen Farbton aus und dann stellen sie fest, der Normfarbton soll es nicht sein, es soll ein Glitzer, Glimmer, irgendwas sein, und mit einmal merkt man, Moment, da ist ja ein Preisschild dran, jetzt brauchen wir einen Beschluss. Und dann nimmt man eine gemischte Vorlage mit einer Großküche und einer Farbkachel und schickt das in den Bauausschuss und sagt, jetzt entscheidet mal von jetzt auf gleich, hier halb im Dunkeln, über eine Farbtongebung. Wir wissen aber schon ganz genau, es soll die werden, die so mittelmäßig 54.000 kostet. Inzwischen sind es 100.000.
Und eigentlich ist das auch eine Vorgehensweise, die man eigentlich mit Bausch und Bogen ablehnen müsste. Jetzt erkennen wir aber die Realität insofern an, dass es idiotisch wäre, ein so großes Gebäude zu bauen mit einer auch noch Kongressetage, ohne dass dort eine Küche da ist. Und es ist auch vernünftig, die nicht von einem Pächter mitbringen zu lassen. Jetzt ist gesagt worden, vielleicht finden wir gar keinen Pächter. Aber ohne einen Pächter hätten wir wenigstens eine Küche, die wir auch in Eigenregie betreiben könnten, indem wir einen Koch einstellen und Personal einstellen und die dann machen lassen. Also da bleibt, können wir eigentlich nichts falsch machen und das Gebäude ist so komplett. Und die Farbe stehen wir auch nicht im Weg. Wir würden dem Änderungsantrag vom Herrn Löser hier zustimmen, weil wir denken auch, wenn das Gebäude einmal kommt, dann soll es wenigstens nicht ganz so nach, es war nicht Schokotorte in der Jury, es war ein Schichtkuchen, Herr Löser. Ein Schichtkuchen wurde dieses Gebäude genannt. Und wir wollen uns da für dieses Geld nicht in den Weg stellen, da auch einen Sonderfarbton zu wählen und stimmen den auch im Prinzip zu. Es ist eine, will man sagen, ein Zugeständnis, Herr Löser, an dieses Gebäude. Vielen Dank. So, dann kommen wir zum Abschluss der Fraktionsrunde. SPD-Fraktion, Herr Engel, verzichtet. So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Dann war gebeten worden, noch mal eine kurze Erläuterung vom Kollegen Kühn. Bitte schön. Ja, es war noch mal gefragt worden zur Bemusterung. Die Bemusterung fand am 22. März diesen Jahres statt. Vor Ort auf der Baustelle unter verschiedenen Lichtverhältnissen hat man sich mehrere Farbtöne angeschaut. Da war die KID zugegen, Zyplin, das Architekturbüro Czoban Voss und Barcode Architects und auch das Amt für Stadtplanung und Mobilität. Man hat dann zwei kostenneutrale und zwei Muster mit Mehrkosten in die engere Wahl gezogen und dann gab es ein Nutzertreffen, also diejenigen, die künftig die Geschäftsbereiche bzw. Ämter, die künftig in diesem Gebäude arbeiten werden. Das Nutzertreffen hat am 2. Mai stattgefunden und dort gab es eine klare Mehrheit mit 12 Stimmen für den Farbton, der jetzt in dem Änderungsantrag genannt ist. Der Farbton, der kostenneutral ist und jetzt derzeit sozusagen in der Vorlage vorgesehen ist, hat hingegen nur 3 Stimmen erhalten und ist tatsächlich dunkler, was im Wesentlichen auch dazu geführt hat, dass die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer, also das ist ja eine Form der Beteiligung gewesen, sich für die zu dem Zeitpunkt noch mit etwa 50.000 Euro teuren Farbe sozusagen entschieden hat. Ein Bauverzug sehe ich angesichts des derzeitigen Baustadiums mit Blick auf die Entscheidung hier erstmal nicht und will auch nochmal sagen, das Gebäude soll ja für 50, 100 Jahre stehen und insofern ist die Frage der Farbgestaltung natürlich für die Anmutung des Gebäudes eine wichtige Entscheidung und die Nutzerinnen und Nutzer haben hier damals am 2. Mai ziemlich klar votiert. Soweit dazu. Dann habe ich noch eine weitere Wortmeldung, Herr Nietzsche. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Wirz, soweit ich weiß, sind Sie Bauingenieur und kein Koch. Ich bin auch kein Koch. Aber wenn man Koch ist, dann entscheidet man mit, wo man arbeitet. Und jemand, der diese Küche dann später betreiben wird, der in dieser Küche arbeiten wird, der sollte mitentscheiden, wie diese Küche ausgestattet wird. Eine Küche und einen Vertrag zum Bau einer Küche vergibt man nach Rücksprache mit dem Betreiber. Im Regelfall. Wir machen Verfahren hier etwas anders. Auch das ist ein Grund, darüber nicht jetzt, sondern zu dem gegebenen Zeitpunkt zu entscheiden. So, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Kurze Nachfrage, Herr Löser, punktweise zum Änderungsantrag oder punktweise dann zur Vorlage oder zum Ausschussbericht selber? Zum Änderungsantrag, okay. Gut, soweit dazu noch. Na gut, das hatten Sie dann auch geklärt, also punkten ohne Ende dann.
Es war gebeten, wir wurden noch mal kurze Auszeit vor der Abstimmung, die würde ich jetzt stattgeben und danach gehen wir dann in eine doppelpunktweise Abstimmung. So, können wir fortfahren? Gut. Naja, ich mache mal erstmal hier so ein kleines Gong. Und dann. So, die Rednerliste hatten wir ansonsten abgearbeitet gehabt. Anträge waren auch klar. Also gibt einen, den wir punktweise dann oder einzeln in den Punkten 2 und 4 dann in Ergänzung bringen oder in Änderung bringen oder auch nicht. Und dann war gebeten worden, den federführenden Ausschussbericht punktweise abzustimmen in allen Punkten 1, 2 und 3. Weitere Erkenntnisse aus der Auszeit sehe ich nicht, gibt es nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst, wer für den Änderungsantrag zu Punkt 2 ist, da geht es um die Farbgebung
Den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Fünfzig Ja, eine Nein, 16 Enthaltungen, wäre damit so angenommen. Wir kommen damit zum Ergänzungsantrag Punkt 4. Da geht es um die PV-Anlage. Wer hier dafür ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Siebenundvierzig Ja, 16 Nein, 5 Enthaltungen, so aufgenommen. Jetzt kommen wir zu den Schlussabstimmungen, wie gesagt, punktweise. Zunächst den Punkt 1. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neununddreißig Ja, 28 Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 2, wohlgemerkt jetzt in der so geänderten Fassung, wie wir ihn gerade beschlossen haben. Einundfünfzig Ja, 6 Nein, 10 Enthaltungen, damit auch so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt in der Fassung federführend. Was habe ich gesagt? 4? 3 meinte ich. Dann die 3, die ich meinte, und 4, die ich sagte, die stimmen wir jetzt ab. Fünfunddreißig Ja, 22 Nein, eine Enthaltung. Und last but not least, jetzt kommen wir wirklich zu 4, nämlich die wir gerade ergänzt hatten. Wer für diesen Punkt 4 in Ergänzung ist, den bitte ich jetzt in der Schlussabstimmung um das Stimmzeichen. Zweiundfünfzig Ja, 16 Nein, keine Enthaltung, damit auch so beschlossen.